Äpfel, da oben gibt es mal Äpfel. Dass man ja alles klauen kann. Oder werden wir erst ja auch. Soll ich hier erst Balken erforschen dann? Oder soll ich hier erstmal ausbauen? Wir brauchen übrigens Erz. Würde ich nicht mehr so an. Außerdem habe ich zu Koda versprochen, wir gehen zu Snake. Packen aber vorher den ganzen Stuff kurz weg. Geld ist abhängig von den Punkten des Friedhofs. Ach so. Ach so. Das heißt, ich soll den Friedhof auch aufbauen. Okay. Zu Koda versprochen, wir gehen zu Snake. So, wir gehen zu Snake, 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 Snake. Wir gehen jetzt. Oh, Snake! Dein Snake! Shit und Leiche. Guck mal, unsere Leiche! Ach du Scheiße! What did you do? I don't know. I just went back to my heart. Great. I should be used to it. Life gives me lemons all the time. You're such a useless idiot, and yet you're immortal. That's certainly not fair. I hate you. Was? Was ist denn er für ein Agro-Boy? Let me write this down. Graveyard Keeper can't die. I could use the help. Now that your immortal ass is here, I've decided that I don't want to die in this dungeon. Dungeon? Right up here. Here even before the church, and nobody knows how deep it goes. The Inquisitor has found something down there before the engine contract. How can I help? I have my sources, so I always know where to find what I need. This point in my plan for retribution, a lot of the things I need are in the dungeon. First, I need a bottomless bucket of blood. 5 bloody days. Ich würde das gerne machen, damit er uns hilft. Weil der hat jetzt momentan 10. Ja, genau. Ich muss ihm erst das Zeug bringen. Wir schauen mal jetzt davor, was da abgeht. Das ist geil. Elrond war schon da, aber da war ich noch nicht online. Der war um kurz nach 8 da. Ah, dass er nicht mehr gekommen ist. Aber das ist ja so krass, es ist halt hier unten auch so groß. Noch ein Tagebuch. Hier irgendwas nehmen. Den Stuhl zu hacken. Ja, hacke Peter. Mein Pranger. Wie ist... hier unten ist nichts. Das ist sehr geil. Ja, das Schwert haben wir dabei, würde ich sagen. Dann probieren wir es halt einfach mal, ja. Mehr als sterben können wir ja nicht. Teleport. Okay. Alter. Spooky. Sound ist... Erinnert mich so ein bisschen an das Dungeon der Gerätemacher in Albion. Man kennt. Problem ist, dass ich offensichtlich viel zu wenig Energie habe dafür. Viel zu wenig Life habe. Deswegen gehen wir wieder raus. Ich habe leider keine Energie für den Kram. Frage ist, ist es prozedural generiert? Foltergerät hier. Der ist nicht. Das würde mich echt interessieren, ob das Ganze hier unten prozedural generiert wäre. Das würde mich echt interessieren. Das wäre echt interessant, das wäre echt eine Riesenverbesserung im Gegensatz zu Stardew Valley. Hat mich ein bisschen genervt, dass die Level fast immer gleich waren. Mal, sind da noch Fledermäuse, dann... Bye. Ja, das sind noch... Bye! Das geht nicht, können wir nicht machen. Können wir nicht machen, ich möchte nicht sterben. Jetzt, nicht heute. Vasenzerdeppern. Ach stimmt, Vasenzerdeppern kann man auch. Im Schwert. Cool. Geht es hier auch? Kann ich das auch zu dabei? Brandversuch wert. Also, okay. Dann haben wir das. Soll ich jetzt den Yard vergrößern oder soll ich jetzt Balken machen? Ich meine, eigentlich ist es egal, weil wir haben eh keinen Platz, um weitere Balken irgendwas hier reinzustellen. Daher ist es eigentlich egal. Jetzt mal sagen. Das raus, das raus, das raus, das raus.
Was, ich habe irgendwie festgestellt, ich bin ein leichter Lispler im Stream. Im Stream bin ich leicht am Lispeln. Und am S betonen. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. So. Windzeugs. Mal rein. Mal kurz runter. Und er war es. Wir nehmen das komplett. Das brauchen wir noch. Das brauchen wir noch. Das brauchen wir noch. Das brauchen wir noch. 3, 4. Brauchen wir noch nicht. Haben wir noch nicht. Da kommt man nicht. Normalerweise würde ich ganz anders reden. Da würde ich den ganzen Tag nur bayerisch reden. Nee, eigentlich nicht. Nicht wirklich. Mein Arbeitskollege hat mal gesagt, er kommt aus Norden. Und er hat gesagt, unglaublich, er dachte, wenn er nach München zieht oder nach Bayern zieht, dann würde er viele Leute hören, die halt eben bayerisch sprechen. Das ist eben nicht so. Das ist eben ganz und gar nicht so. Niemand spricht ja bayerisch, außer wirklich im tiefsten Moho-Land. Kennt ihr das tiefste Moho-Land? Niederbayern. Da ist teilweise schon etwas schwer zu verstehen, selbst für mich. So, wir machen Yardspace, weil ich kriege ja von euch keine Antwort. Yardspace! 10 Complex Iron Parts und Wooden Planks und was erst am gewissen Alkoholpegel? Muss mir dazu schreiben, warum? Ja, weil ich bin während des Streams so Banane, dass ich da flitscht dafür. Okay, das schaffen wir auch so. Machen wir noch ein paar Planks. Dass ich das erstmal komplett vergesse, was ich im vorherigen Satz gesagt habe. So. Aber aus dem gewissen Pegel beim Oktoberfest? Nee, auch nicht. Nee, auch nicht. Selbst beim Oktoberfest nicht. Es kommt immer ganz drauf an, mit wem ich gerade rede. Mit wem ich gerade spreche. Das kommt echt immer drauf an. Wenn ich mit meinem Schwiegervater zum Beispiel rede, der ist etwas bayerischer angehaucht. Und dann rede ich mit ihm auch so. Während meine Eltern kommen aus dem bayerischen Schwaben. Und Da bin ich dann teilweise auch so, dass ich da eher mit deren Slang rede. Kommt tatsächlich immer darauf an. Man versucht, als guter Gesprächspartner versucht man immer zu spiegeln. Spiegel. Habe ich mal auf einer Schulung gelernt. Nein, das war keine Managerfortbildung, aber es hat sich so angefühlt. Vielleicht war während meiner ersten Ausbildung. Das ist auch nicht. War total strange. Merkt das zum Teil gar nicht. Nee, merke ich auch nicht. Ja, ich habe mal telefoniert eben mit meinem Schwiegervater und mein Arbeitskollege meint, was war jetzt das? Was sag ich, habe telefoniert? Nee, deine Stimme. Dann sage ich ja. Das ist normal. Mit ihm versuche ich halt Hochdeutsch. Ich meine, ich kann es nicht ganz absteigen. Ich sage nicht Hochdeutsch sprechen, sondern ich sage Hochdeutsch reden. Ja, das sind halt so Dinge, die kann ich nicht abschalten. Aber viele andere Dinge, die ja, redet er jetzt auch mehr oder weniger hoch. Dem ist hier ist halt auch kein Eisen mehr, ne? Doch, hier ist noch Eisen. Ah, 2 Stück sind noch da. Jaha, schön. Mehr Ausbildung habe ich neben der Softwareentwicklung. Ich bin außerdem noch gelernter großen Außenhandelskaufmann. Was ich aber nie wirklich praktiziert habe, ja. Es war zu der Zeit, ja, als man mir gesagt hat, ich kann keinen Softwareentwickler machen, weil ich zu schlechte Noten habe. Man muss tatsächlich sagen, ich bin durch einen glücklichen Umstand eigentlich Softwareentwickler geworden, weil ich bin mit meiner Frau eben zusammengekommen, war mit ihr ein halbes Jahr oder so zusammen und dann hat sie mich Freunden von ihr vorgestellt, mit denen wir jetzt leider keinen Kontakt mehr haben. Und der jetzt Mann von ihr ist eben Softwareentwickler gewesen und der hat mich quasi, ich habe mich mit ihm super verstanden von Anfang an und dann hat er gesagt, okay, wie sieht's denn aus, du hast doch voll Bock auf sowas, hast du nicht Bock Ausbildung zu machen, wir suchen nur Azubis. Dann habe ich mich halt beworben und der hat mir halt die Stelle gegeben, ja, waren zwar bloß 3 Bewerber, die in engeren Kreis kamen,
Aber die haben mich dann halt genommen. Und das ist halt, das war halt der glückliche Umstand, dass ich jetzt Softwareentwickler bin. Und eigentlich nicht so blöd für das, auch wenn meine Noten eben das immer gesagt haben. Es ist, man kann alles, wenn man will, wenn man nur Interesse hat. Das liegt mir halt. Ja, das ist halt mein Ding. Wir gehen studieren, genau. Da. Bony McBoneface. Um 20 jetzt pro Ding, oder? Kann das zerbersten in Powder. Was mache ich denn mit Powder? Fluid can be decompressed to... Oh, wow, das hat mehr Faith gekostet? Oh, das Hirn hat mehr Faith gekostet. Das ist auch nicht so schlimm. Wir machen als nächstes nicht das hier, sondern... Bleiben machen wir. Und wir machen... Sag mal, dass ich das machen kann. Nein, ich brauche 200 Stärke dafür. Chop down a big tree to get 2 logs. Oh. Yo. Woodcutter, go. So, und das spare ich mir jetzt. Ich brauche 200 Stärke. Trifft sich eigentlich ganz gut. Denn ich brauche Zeug. Noten spiegeln nicht das wieder, was man kann und was man nicht kann. Richtig. Deswegen ist unser Schulsystem auch so Banane. Ja. Aber wisst ihr, warum das so ist? Weil unser Schulsystem eng mit der Wirtschaft verbunden ist. Und dadurch muss man natürlich die möglicherweise Kandidaten für den nächsten Job richtig bewerten können. Das Problem ist nur, dass es ist, wie schon sagst, es spiegelt einfach nicht das, wie was man kann. Meistens hat man halt Bock auf was oder Interesse auf irgendwas, ja, und dann ist man häufig, nicht immer, relativ gut darin. Ich sage jetzt häufig, weil ich habe auch schon Leute kennengelernt, die meinten, sie konnten Softwareentwickler machen und dann so ein Wunschdenken war das bei denen mehr oder weniger. So, ich meine, man kann ja Sachen ausprobieren, ist ja kein Ding, aber der Typ, ja, das war ein Ubi, der hat nicht mal gewusst, wie man Variablen Uber ist. Leben holen. Jetzt an. Komme ich da auch Stärke? Bitte sagen wir, dass ich da Stärke bekomme. Doch, bekomme ich. Wo bekomme ich noch Stärke? Eigentlich nur durch Study, ne? Okay, tja, dann packe ich mal mein Shit wieder weg. Haben eh nicht mehr genügend. Würde mich dann schlafen legen, wenn was tagsüber ist. Das heißt, wir gehen noch in den Dungeon runter. Wir haben 6 Brot, die knallen wir uns jetzt schnell rein. Ja, tschakka. Du bist auch mehr oder weniger im Norden, aber du willst Stadtdeutsch nicht machen. Ich kann mich an einen Kurs in der Grundschule erinnern, war immer interessant für mich. Deutsch. Ja. Sehe ich auch nicht. Sehe ich auch nicht. Auch einer der wenigen Dialekte, die ich nicht sprechen kann. Richtig demotiviert. Oh! Oh! Cooles Scheiße. Nägel. Oh, geil! War das auch alles zerschlagen? Alles. Fast alles. Ist die Kerze nicht angezündet. Gib mich. Freiwilliger IT-Kurs im Gym war damals der größte Schrott. Ja, wir hatten auch so einen affigen Lehrer in der Realschule. Heiltränke! Pass mal auf, was ich jetzt mache. Befolge endlich das, was mir Zokora vor 2 Stunden gesagt hat. Ja, ich hatte auch so einen komischen IT-Lehrer, der es halt auch einfach nicht geblickt hat. Aber das hat mich tatsächlich trotzdem nicht davon abgehalten. War halt eigentlich immer das, was ich machen wollte. Ich meine, was ist das klassische Szenario, warum man Softwareentwickler machen will? Will seine eigenen Spiele programmieren. Ja, das ist so das klassische Szenario. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich möchte gar keine Spiele mehr programmieren. Das ist, Zocken ist für mich ein Hobby. Und mir macht tatsächlich das Aufnehmen mehr Spaß als Programmieren mittlerweile. Hier kriegt man so viele Materialien. Hier, kann ich was einsammeln? Nein, schade.
Das ist übrigens, der Dungeon ist nicht prozedural generiert, weil sonst hätte man das jetzt gesehen. Jelly! Oh fuck. Gegen Energie! Sammelt euch mal, Jelly, wenn ihr gegen Energie habt. Nein! Noch irgendwas nehmen, was Energie bringt? Schade. Mist! So ein Mist! Ah! Jetzt haben wir Material bekommen. Ich sehe schon, da braucht man echt eine Weile, bis man da unten durch ist, ne? Jede Menge Zeugs herstellen, wieder kochen, wieder Zeugs herstellen, wieder kochen. Wir werden jetzt dann erstmal die Quest abgeben. So sieht es nämlich aus. Crunching an dem Spiel. Und dann auf die Straße gesetzt werden, weil dann Feld nicht mehr gefragt wird. Ja, Softwareentwickler ist tatsächlich ein bisschen wild besser. Das ist genauso wie Webentwickler. Wenn du nicht, ich habe leider nichts zu essen dabei. Deswegen brauche ich Salz, um mir ganze Pots voll Sauerkraut zu machen. 6, 1, 2 von. Eisen, Eisen. 6, 1, 2. Ja, richtig, ich habe ja keine Energie. Das ist auch ein bisschen doof, ja, dass die ganzen. Oh, ich sag ja gar nichts mehr. Ich bin tatsächlich mit. Ein Eis oder zwei, drei, vier Brot. Vielleicht sollen sie mal schlafen gehen. 24 Stunden wach. Kannst du immer wieder sagen, ja. Die damalige Zeit im ersten Elternzeit, ja, die 48 Stunden wach, das kann ich echt nicht empfehlen. Das macht einen fertig. 48 Stunden wach macht einen fertig. So, hier wird noch. Das wird noch hergestellt. Wir warten kurz, bis es fertig ist. Dann machen wir die Parts und dann gehen wir in die Stadt. Ja, ungesund ist relativ. Ungesund ist immer relativ. Ich meine, was auf dem Planeten ist nicht ungesund für uns? Es sind hier ziemlich wenig Dinge eigentlich, die nicht ungesund sind. Mann. Ich muss jetzt einfach mal kurz mit noch. Mal den Fertilizer. Hier. Fertiliter. Komm ich da raus, ja. Lass mich raus! Und da mache ich auch mal Fertilizer rein. Schön. Pflanze aber jetzt nichts an. Oh, Pflanze was an. Genügend Seeds. Wir pflanzen jetzt erstmal weiter Weed an. Weeden. Aha. Immer wenn ich BG lese. Dann muss ich mir nicht an bis gleich denken, sondern an Bad Game. So, dann packen wir den Shit da rein. Zack, zack. Harz, pack. Was haben wir denn jetzt schon? Wir haben 7 Komplex Harz. Ah, ein bisschen den. Ne? Machen wir einen machen? Jo, den machen wir auch noch. Dann haben wir 9. Dann gehen wir in die Stadt, geben unser Zertifikat ab. Kann ich denn, pass mal auf, ich mach mal noch Journalist. Hoffe, dass ich da irgendwie Story schreiben kann. Keine Ahnung, ob man das irgendwie, wie das genau funktioniert. Zeugs raushauen, das muss weg, das muss weg. 9 Parts, ich hab Heiltränke dabei, ich habe das dabei. Ach cool! Das muss ich nicht mehr neu reinziehen, wenn es leer ist. Oh, das ist ja geil. Das ist ja voll gut. Dann gehen wir in die Stadt. Wir haben dabei alles, was wir brauchen. Wir nehmen mal das auch noch mit. Green Book. So. Ja, wie gefällt euch so das Spiel? War größtenteils ein Gefarme. Aber ich finde es ziemlich cool, was dann einfach so umfangreich ist. Ja, und viele Dinge sieht man noch nicht und ja, kommen noch dazu. Ich werde auf jeden Fall nochmal eine zweite Staffel machen. Also die Staffel ist noch nicht vorbei, keine Sorge. Aber ich werde definitiv noch eine zweite Staffel machen, dann in der fertigen Version, weil das macht so Spaß. Das auch nicht, ja. Irgendwie spaßig, ich weiß auch nicht. Macht ein bisschen Spaß. Hast du Salz? Nein, du hast natürlich
Einmal rauf zu Müller. Wie läutet eigentlich der Esel? Genau, mechanisch storytechnisch ist interessant. Auch mit rein. Es ist richtig. Es ist richtig. Genau das finde ich auch. Es ist. Ich hab's fast befürchtet, weil Punch Club war ja auch grindy. Das ganze Trainieren war auch sehr, sehr grindy, muss ich sagen. Aber es ist tatsächlich. Es ist tatsächlich spaßig. Es ist wirklich spaßig. Man hat immer was zu tun. Und das ist eigentlich das Hauptding an so einem. Ja, in so einem Game, dass nicht langweilig wird. Dass es trotz Grinden nicht langweilig werden. Das ist die Kunst. Ja, das ist die Kunst, wirklich. Trotz Grinden einfach. Ja, was zu machen. Ah, der. Soll ich mir denn Essen kaufen, ist die Frage. Anzeigen. Soll ich mir. Oh, du hast Wein. Oh, der hat Wein. Bring mal Gary Wein mit. Wenn er schon Wein hat. 30, der bringt 40. 40 für 40. Tatsächlich ein guter Deal, oder? 12 für 12. Für 15, 20, 20. Nehmen mal 4 Stück mit. Kaufen wir ein. Wieso ist der eigentlich schon Tier 2? Wegen der Zeit. Kommst mit Amiga-Grafik nicht klar? Warum nicht? Warum nicht? Was stört dich daran? Was stört dich daran? Das würde mich interessieren. Was stört dich an der Grafik? Ich finde das total schick. Ganz ehrlich. Ich finde es total detailliert eigentlich. Keeper, ne? Wachs. Wachs brauche ich für Kerzen. Eigentlich wird es noch schöner aus. Ich suche immer noch Salz. Du bist der Typ, der mir Holz verkauft oder Stein verkauft, glaube ich. Kann ich hier Stein holen? Ich kann hier erstmal Honig holen. Wahrscheinlich als Kind immer sowieso von. Nein, kann ich nicht. Kann man nicht bekommen. Lügensumpf, ja. Ich habe als Kind auch oft genug und lang genug Amiga gespielt, aber das kann mich nicht davon satt sehen. Ja, wo laufe ich denn eigentlich hin? Wollte eigentlich. Ich darf auch nicht zu lang brauchen, weil es ist Moon, der und der Astrologe ist da. Und ich will Tinte kaufen. Was gibt's bei dir, Dame? Butter, Milch, Käse. Käse. Wo finde ich Salz? Post? Post! Ist immer so betonen, Mann! Post! Holz. Da oben geht's rauf zu Festo. Barrikade. Richtig? Ja, nicht richtig, aber ist egal. Gar nichts. Wo bekomme ich Salz her? Man würde meinen, in der Salzmine oder wenn man Salzwasser verkocht, aber. Er ist von ihm? Was eigentlich? Hock den an. Salz aus dem Meer gewinnen. Salzungsanlage bauen. Weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hätte gedacht, ich kann es als Gewürz irgendwo kaufen. Aber falsch geht. Frage ist, wo führt diese Brücke hin? Oder wo hat die Brücke hingeführt? Eigentlich sieht es so aus, als wäre das ein Meer. Ja, irgendwo kaufen, aber wo? Eigentlich sieht es so aus, als wäre das ein Meer, aber. Weiß es nicht. Labern. Ding Dong, Bang Bang Bang, Dicker M. Er ist dick übrigens. Er heißt Dick, wir nennen ihn Dick. Und wir nehmen auch gleich. Nehmen 8 mit. Was soll der? Können wir jetzt ein bisschen mehr. Fischen. Hals vom Fischen? Hashtag Mob.
Fischen geht schon, aber ich habe noch keine Angel. Der Angel, kein Fischen. Äpfel, da oben gibt's mal Äpfel. Dass man ja alles klauen kann. So, der Astrologe. Grüß dich. I need your help. Nein. Trade. Ink. Und noch Chapter. Book. Plus 25. Wenn ich... Oh. Hardcap. Oh. Oh. Ah. Ich nehme meinen Pen auch mit. Damit ich dann später Bücher schreiben kann. Ich hoffe, das geht so. Soll ich mir noch eine Tinte mitnehmen? Weil die eine Tinte, die gebe ich ihm, oder? Falls wir es mit dem Fisch nicht bekommen. Das dachte ich mir auch. That shit. Der Salz? Nein, der hat nur Fische. Angel, die ich mir nicht leisten kann. Oder was hat er da noch? Moment. Was hat er da noch? Ja. Gehen eh wieder zurück in die Stadt. Dann schauen wir mal nochmal nach. Vielleicht kriegen wir irgendwen. Der eine Typ ist der Astronome und der andere ist der Fischer. Ich beide nichts. Beide kein Salz.